Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ozone 2 Kappa Mode. Ich könnte zwar jetzt wieder sagen, dass wir einfach so einen unglaublichen Fortschritt gemacht haben, aber ich glaube, das könnt ihr vielleicht nicht mehr hören. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit einiges vorbereitet. 12.000 Diebenstil ungefähr. Und wir können jetzt auch bis zum 7. Auto craften. Alles andere habe ich. Ne, bis zum 8. können wir, ne? Genau, bis zum 8. Ein Tier 8 haben wir. Können wir momentan nicht wirklich gebrauchen. Allerhöchstens hier für das Offerstone oder für das Tablet. Oder halt für Tier 9, Tier 10. Ja, brauchen wir für die Sachen. Und dann Tier 11. So, Tier 11 werden wir hier verbrauchen. Das würde ich sagen. Ist das nächste große Hauptziel, aber dafür werden wir so ein paar kleinere Ziele machen. Das heißt, wenn wir, das war der Wand of Animation. Wenn wir uns den einmal anschauen. Ja. Zwei Soul Crystal haben wir keine mehr, muss ich nochmal neu besiegen. Das heißt, wir werden richtig, richtig dick Probleme bekommen, weil Bosse und Hardcore Wizard. Magical Wooden Large Plate und Tough Ward, kein Thema. Mana Infused Singularity, Lumium Singularity. Gold Singularity. Dafür brauchen wir Neutronium-Kompressor. Merken wir uns schon mal. Vibrantium, für uns kein Thema mehr. Teleportation Kurs haben wir, glaube ich, auf Autocraft. Fairy Ingots, ja gut, das ist ein bisschen. Was ist denn das? Blut, Obsidian, Adit ist jetzt nicht so das Thema. Neutronium Rods, das heißt, wir brauchen Neutronium Ingots. Okay. Jetzt im ekligen Teil. 4 Infinity Ingots und ein Infinity Catalyst. Ja. Ich würde sagen, das wird ein bisschen eklig, wenn wir uns mal den Infinity Catalyst anschauen. Wir werden die Runen machen müssen. Die Chansey Kostaheven wird schon mal automatisieren müssen. Also, dass wir die wieder kriegen. Wir werden Pink Slime brauchen. Awakened Draconium. Die Singularities. Dark Matter ist kein Thema. Das können wir jetzt über EOC machen. Menkaloi haben wir. Sponge. Pff, das ist ein Witz. H2P Graphite werden wir machen müssen. Flamestrings im Pleasure. Weil da haben wir ja noch sowas nicht EOC'd werden kann. Elfenquarz. Dort werde ich über EOC machen. Das ist alles kein Thema. Mana Quarz ist kein Thema. Lava Crystals können wir uns craften. Die Singularities könnten wir über EMC machen, aber das ist verschwendet. Ultimate Stew, Cosmic Meatballs wird eklig. Wir müssen die Runen automatisieren, wir haben noch genug zu tun. Also, erst einmal würde ich sagen, Wireless Crafting Terminal. Zack, haben wir. Wenn wir da jetzt einmal rechts klicken, bringt uns das einen Scheißdreck. So, wir brauchen einen Wireless Access Point. Zack. Wir haben jetzt eine Range von 16 Metern. Dann haben wir einige. Wir haben Security Terminals bekommen. Oder bin ich gerade blöd? Ah ne, das war hier dieser Security Desk, genau. Ja gut, dann machen wir eben so ein. Das ist ja nicht das Thema. Eine ME-Chest. Das heißt, wir machen eine Digital-Chest. Mach mir mal 100 Stahl fertig. Das ist kein Thema. So. Schön ist, mein Husten ist weg, jetzt ist meine Nase verstopft. Also bei mir läuft es wieder richtig. Zwar rückwärts und den Bach runter, aber es läuft. So, Personal-Chest haben wir. Die 16k können wir einmal craften lassen. Das sollte eine Sache von ein paar Sekunden sein. Ja, da haben wir schon. Wir brauchen ein ME-Terminal. Ich weiß nicht, ob ich von den Teilen Stack mache zu Ende. Sentinel Ender. Wir haben hier noch einen
Mob soll Witch. Soulvile. Ich kann es eigentlich machen, das ist kein Thema, aber ich bin so faul. Und einen Ender Resonator haben wir nicht immer, ne? Genau. Eins davon. Was braucht man noch? Die Vibrant Allergias, die Vibrant Crystal. So, Vibrant. Einmal so. Die Vibrant Crystal sind jetzt gar kein Thema mehr. So, der Ender Resonator, das war zwei Silicon, ein Vibrant Alloy. Silizium und Solarium. So, und dann die Gears. Und weil ich jetzt satt bin. Zack. 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 Gear. Vier Stück. Haben wir. Gut. Fehlen uns denn noch irgendetwas? Nutrient Distillation. Zum Glück haben wir davon noch so ein paar Eimer. Aber müsste ich bald, glaube ich, auch mal neue machen. Ein Bouquet. Okay. Come si dice? Ja. Da müssen wir noch nicht hin. So, dann brauchen wir alles klar, gönn dir. Gönnen wir uns mal ein Timeout. Wer, der ist jetzt weggebackt. Was hat denn der jetzt? Oh. Ich muss mal ganz kurz so machen und wenn es nicht klappt, dann schalte ich mal den Server neu. Ich habe da gerade so ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass mir die Map gerade ein bisschen abflirtet. Ich will es nicht hoffen. Ja, ich wollte nur kurz einmal wechseln. Weil das hilft ja dann doch ab und zu mal. Momentan läuft das richtig. Jo. Dann schalte ich mal den Server neu. Bis gleich. So, da bin ich wieder. War gerade ganz kurz einmal im Game Mode, hab mir das Slice and Splice wieder geholt. Das ist nämlich weggebackt. Ich schätze mal, der hat das nicht ganz verkraftet gerade, dass da Sachen passiert sind. Irgendwie sowas, keine Ahnung, hier bitte einfügen. Plutonium habe ich gar nicht rausgeholt. So. Auf jeden Fall, wir brauchen ein wenig Darksteel für eine Darksteel Schere und eine Darksteel Axt und dann nehmen wir uns noch einen Octadec Capacitor mit, weil wir haben ja die Möglichkeit die Scheiße zu upgraden und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so langsam verstehe ich auch mal den lieben Trevolo. Ja Trevolo, du hast gewonnen, du hast es gehört. Ich mag Ender IO immer weniger und weniger. Ich meine, es ist an für sich ein lustiger Mod, aber ach, ich weiß nicht, ob so manche Sachen, die man hier sofort sein müssen. Und ich habe auch gerade in der Konsole nachgeschaut im Crash Report und alles. Ender IO war auch schuld, dass wir jetzt gecrashed sind. Ich habe schon kaum gesehen, dass ich meine Player-Datei löschen darf, aber ja. So, wir haben jetzt hier noch ein Rendezvous mit
Inventory Panel. Für schlag mich tot hier, das Gelumpe. Genau und so. ME-Chest und die verwenden wir dann hierfür. Security Terminal. Das Security Terminal, das können wir einfach hier hinklatschen. Wofür brauchen wir das? Dafür. Linked. Wir können dann jetzt einmal so machen. Oh. Da war ja was. Wir haben keinen Strom. Wie laden wir das Teil auf? Wofür haben wir so eine wundervolle Capacitor Bank? Ich meine, zack. Alter, was sind denn für Dimensionen? Also so groß ist der Capacitor Bank jetzt auch nicht. Naja. Die ist jetzt voll. Wir haben jetzt aber nur eine begrenzte Reichweite. Wie ändern wir das? Wir haben diese Infinity Booster Card. Und naja, wir haben jetzt überall Zugriff auf so ein E-System. Gut. Also, das haben wir geschafft. Hat uns ja jetzt auch nur keine Ahnung, wie lange gekostet wegen diesem Scheiß. So, ich merke gerade, ich habe keine Karotten bei mir. Oh, das wird auch langsam echt eng mit den Teilen. So, wie sieht das denn jetzt aus mit... ja, ich würde generell sagen, wir haben ja den Wonder of Animation gesehen. Wir setzen das jetzt erstmal so Richtung Neutronium hin. Nee, wir brauchen einen Neutronen-Collector. Ei. Okay, das ist kein Thema. Das ist auch kein Thema. Das ist ein bisschen Crafterei. Ja, pff, das ist easy. Das haben wir. Das ist easy zu farmen. Das ist easy zu machen. Das ist easy. Das habe ich vorbereitet. HOP Graphite. Ja. Compressed Dark Iron. Oh Gott, nicht schon wieder. Elfenquarz ist kein Thema. Pillar Elfenquarzblock ist kein Thema. Solar Neutron Activator ist kein Thema. Ein bisschen Crafterei, aber auch kein Thema. Ja gut, ne, da würde ich sagen. Scheiße. Ja, wo kommen wir denn jetzt mit der Rakete hin? Das ist die Tier 6. Tier 7, was brauchen wir dafür? Crystals. Crystal müssten wir haben, oder? Genau, Crystal Stone. Aber, Moment. Das heißt im Klartext, dass wir... Oh Gott, ich glaube, ich habe das Schematik nicht geholt, ne? Ja, gut. Dann setze ich mich einmal ran, dass wir... Wir machen das Galactic Craft weiter. Wir gucken, dass wir das jetzt heute mal... Oder spätestens morgen haben wir Galactic Craft so durch, dass wir die T10-Rakete haben und überall hinfliegen können. Was? Gut. Ich bereite das dann mal gerade vor. Ich hab so keinen Bock. So, da bin ich wieder. Mit einer Tier-7-Rakete. Und die sieht ein bisschen gewaltig aus. Jetzt nur eine Frage. Können wir das Launchpad, was wir hier verwenden? Launchpad? Okay, das geht noch klar. 25 brauchen. Wir haben da noch Titanium hier. Jetzt macht doch nicht diesen. Habe ich das immer noch nicht zum E angeschlossen? Tungsten, Kohle, Osmium, Titanium. Allzu viel werden wir ja eh nicht mehr wirklich brauchen davon. Komm, einfach weil ich es kann. Wir haben genug von dem Scheiß. Launchpad 10, 20, 30. 25 Start. Danke.
Was mir gerade einfällt, was wir jetzt auch endlich mal machen könnten. Du, Kumpel, hast ausgedient. Sag. Ich bin so ein bisschen gespannt auf diese Rakete. Die werden ja immer ein geiler aufgebaut. Das auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch einen Streamer kennengelernt. Den Grimmig heißt der. Alter! Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Mann hat recht. Galactic Craft ist einfach nur noch nervig in diesem Modpack. Naja, es ist halt einfach so der Fall. Rakete bauen, Planet suchen, weiterfliegen. Es ist einfach nur noch nervig. Es bietet zwar Gameplay-Potenzial, aber es geht eindeutig besser. So, was brauchen wir denn für die Tier 8 Rakete? Zink. Das ist also kein Thema, aber wo gibt's das? Zink gibt es. Open. Neptun? Wollt ihr. Da war etwas. Neptun war. Meine Damen und Herren, willkommen bei Dosch. Ich bin ein Vollidiot. Ja gut, ne? Dann haben wir jetzt zwei Tier. Mann. Gib her die Scheiße. Wenn ich jetzt hier reingucke, will ich nicht die Rakete sehen. Wo habe ich denn die denn? Ja gut, ne? Dann haben wir eben zwei. Kann auch nicht jeder, aber von sich behaupten. Scheiße. Verdammt. Mann. Aber hatte ich ja eh vorgehabt, eine zweite zu bauen, ne? Ich meine, doppelt kompetent hält besser, aber ich meine, die wird ja auch irgendwann erwachsen und will auch von zu Hause ausziehen, ne? Und so haben wir noch eine zweite, die kann dann uns auch überall noch hinbringen. Ja, danke schön. Ich wollte schon gesagt haben, die kommt dir irgendwie bekannt vor. Gut, dann mache ich mich mal auf und suche nach der Tier 8 Schematik. Verdammt, bis gleich. Ey Leute, ratet mal, wer gerade die Tier 8 Rakete gebaut hat. Und die hatten wir ja bestimmt noch gar nicht hier. Mann. Ey, das ärgert mich immer noch so sehr. Was ist das für ein Mordsbrummer? So. Wo müssen wir denn jetzt hinfliegen für die Tier 9 Rakete? Compressed Tungsten, Tungsten gibt es auf dem Pluto, alles klar. Und ich habe ja eben gesehen, wir werden gleich ein neues Launchpad brauchen. Also das Tier 3. Ach, das braucht auch Tungsten und Zink, alles klar. Ja, das ärgert mich immer noch so sehr. Wie sieht das aus? Ja gut, dann müssen wir noch ein bisschen laufen lassen. Können währenddessen nochmal eine Karotte festnagulieren. Wie sehen unsere Sauerstofftanks aus, siehst du? Ach Gottchen, was ist das eine wundervolle Fehlerei hier. Also heute läuft es richtig, das merke ich schon. Das merke ich extremst. Jetzt hat sich.
Ey, die Sachen verschwinden heute, das ist unglaublich. So, gib her, keinen Bock mehr. Ich will jetzt einfach nur noch zum Scheiß Pluto fliegen. Sehr schön. Alter, dann sieht man uns gar nicht mehr. Wir fliegen jetzt einfach nur noch über zum Pluto. Holen uns einfach da den Scheißmarker. Ende. Mehr machen wir heute nicht mehr. Ich werde das einfach nur noch offscreen farmen. Also jetzt nicht hier das. Das klang gerade bescheuert. Episches Brummeln. Gleich starten wir und plopp. Alter, das sieht einfach so aus, als würde so ein Getreidesilo in die Luft fliegen. Ne, ich werde jetzt auch nochmal nach der Schematik suchen und dann werde ich mir die Kugel geben oder so. So, wo haben wir's? Da, Pluto. Können wir nach Eris? Nein, Eris wird dann wohl das nächste Ziel. Das sind die Planeten, die wir noch zur Verfügung haben, also die Systeme. Wir fliehen jetzt erstmal nach Pluto. Ich habe auch wirklich null Ahnung, wie so ein Pluto aussieht. So weit habe ich nie gespielt. Okay. Oh, eine rote Sonne. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Gut. Dann einmal hier. Add new. Pluto. Commit. Zack. Gut. Dann würde ich sagen, ich begebe mich mal auf die Suche nach dem nächsten Bunkerteil. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.